Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme von Bloody Beach 2 und mit dabei ist Gaming Bookie. Hi. Und ich würde sagen, wir gehen direkt raus. Ja, 3, 2, 1, go. Rauchen. raus gehen wir. Ja. Okay, und wir haben was zu sagen, was jetzt ja, genau. Nicht so schön ist. Und Regen. Und zwar in meinem Inventar sieht man, die Dia-Spitzhacke ist weg und unsere Diamanten aus dem Backpack auch. Und das hat... Was sind das hier für Geräusche? Lol. Hörst du das auch? Ich höre nur Wasser. Hä? Macht Wasser in Minecraft jetzt solche Geräusche? Die Geräusche sind ja richtig hässlich. Nee, das ist der Regen. Ich höre den Regen gar nicht. Was war das? Boah, hat sich das hässlich angehört. Bist du der da unten? Ja. Alles klar. Ja, boah. Cool. Also Leute, Diamantsachen sind weg. Das war halt ein Fail von uns, die mitzunehmen quasi. War halt verboten. Es ist ja extra der Händler da, um das einzutauschen, aber wir waren halt so greedy, wir haben da nicht so dran gedacht. Aber genau, also eigentlich gibt es gar keinen in der Map. Das war fehlerhaft, dass die da waren. Und jetzt müssen wir mal besprechen, was wir diese Folge machen, denn wir wollen natürlich so schnell wie möglich trotzdem die restlichen Diamanten bekommen. Wollen wir uns mal irgendwo treffen? Ey, dieser Regen, ne? Ist ja schon ekelhaft. Ja. Ist ja ekelhaft hier. Wo bist du denn? Ja. Ach, da oben. Was hältst du da... Was ist das denn da hinten? Da ist die World Border vorne. Ja, da hinten ist World Border. Okay. Ja, ich. Was hältst du davon, wenn wir in diese Höhle reingehen und uns hier irgendwo gucken, dass wir unsere. Base bauen. Base bauen, genau. Das könnten wir eigentlich direkt hier machen, oder? Ja, okay. Dann crafte ich eben noch eine Spitzhacke. Oder wollen wir die da unter Wasser sogar irgendwie bauen? Das wäre natürlich noch so, safer. Können wir im Prinzip auch machen. Was wir auf jeden Fall vorher noch machen müssen, ist... Erde holen? Erde habe ich genug erstmal. Ich auch, okay. Dass wir auf jeden Fall noch einen Eiseneimer machen, damit wir genug Wasser haben. Also nicht nur Eiseneimer, sondern Eimer, genau. Generell Backpack, ne? BEP war das. Genau. Und dann mache ich mir noch eine Spitzhacke. Das heißt, es braucht 6 Eisen. Zack. Machst du mal dann einmal voll. Da vorne liegt der irgendwo. Jetzt habe ich ihn eingesammelt. Zack, da. Und eine Spitzhacke. Gut, einmal Water. Gut, dann machen wir noch eine Tür. Weil mit der Tür kann man ja unter Wasser atmen, wenn man sich da hinsetzt. Stimmt. Machst du die oder soll ich die gerade machen? Ich habe das schon gemacht. Ah, okay, gut. So. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir einfach, schwimmen wir mal so ein bisschen hier raus. Weil die Map ist so ein bisschen fail, da kann man auch ab und zu mal so einfach atmen. Stimmt, hier. Hier waren wohl Leute schon, weil hier liegen Blumen im Wasser. Ja. Und siehst du das Boot da hinten? Ah, ne, das ist ein Oktopus. Ups. So, siehst du mich? Wo bist du denn? Bist du schon noch? Ach, du bist da. Ich bin schon unten. Ach so, ja, let's go. Aber hier sind überall Blumen. Ach nee, das sind wahrscheinlich Blumen, die im Wasser gespawnt sind. Aber ja, ich gehe mal stark drauf. Oh, hier lag ein Holzteil. War das von dir? Eigentlich nicht. Da lag auf jeden Fall ein Holzstück rum. Okay. Liegen eigentlich, meine ich, nicht so rum, oder? Eigentlich nicht. Nee. was machen wir jetzt am besten? Wie macht man das denn so? Zack. So? Ja, einfach runter. Und jetzt? Kommst du rein? Ja, ich... In die gute Stube? Ah, mach die Tür weg. Ja, stimmt. Reicht, glaube ich, wenn man den Block da unter abbaut. Aber ist auch egal eigentlich. Und Loch zu machen. Ja, perfekt. So. Wunderbar, ne? Läuft. Jetzt können wir ja hier beliebig runterbauen. Genau, wo ist meine Spitzhacke? Da ist meine Ich habe hier sogar noch eine Schaufel. Okay. Wunderbar. So, dann geht's jetzt abwärts hier. Wir müssen dann natürlich mal F3 machen, damit wir die Höhe... Ich würde fast dazu tendieren, dass wir sie nicht ganz nach unten bauen, denn ganz da unten ist natürlich auch die Ebene, wo am ehesten gestript mined wird, genau. Um Bases zu finden, oder? Ja. Also ich würde die vielleicht gar nicht so tief bauen. Genau. Vielleicht so auf... Welcher Ebene sind wir jetzt? Wir sind jetzt schon auf 39, dass wir die dann einfach irgendwie so auf 30 bauen, dass wir jetzt hier noch so 10 runtergehen. Genau. Und dann sollte das... Ja. Genug sein. Das ist eine gute Idee. Und dann würde ich auch sagen, dass wir auch wieder richtig krasse Felder machen, also wieder richtig groß. Wird diesmal schwerer, weil wir nicht diese OP-Spitzhacken haben, die wir letztes Mal hatten. Die sind ja jetzt etwas. Oh, die gibt es jetzt ja nicht mehr. So. Genau. Okay. Perfekt. Also ich würde sagen, hier ist unsere
Ja, unsere erste Base, ne? Ja, nice. Hoffentlich auch die letzte, dass wir keine weitere brauchen, dass wir jetzt einfach die ganze Staffel in einer Base durchziehen hier. Oder wir finden natürlich andere Base oder Basen, Bases. Ja, und können dann quasi umziehen, das wäre auch geil. Ja, Hauptsache unsere wird nicht zerstört. So. Das wäre natürlich die optimale Lösung. Setz mal eben Wasser hier in die eine Ecke rein. Damit wir eine unendliche Quelle haben, also hier. Wo es da drin stand. Perfekt, so. Ich würde sagen, wir fangen sofort an, das erste kleine Feld zu bauen, wo wir Essen anbauen. Ja. Essen, nicht Weizen? Ja, beides, also Essen und Weizen. Aber Essen ist natürlich jetzt erstmal fürs Überleben nicht ganz unwichtig. Ich habe noch Fleische, die wir machen können. Ich baue mal hier die Öfen. Genau, stimmt. Das ist auf jeden Fall auch wichtig, dass wir das alles möglichst schnell machen. Gut. So. Hat das Spiel verlassen, echt. Das ist Nachricht. Da muss man erstmal nachlesen, was da jetzt genau stand. So sieht's aus. So. Mal schauen hier. Was haben wir denn an Fleischen? 17 Fleische, nice. Fleisch, okay. Ja. So. Gut. Ja, das ist jetzt natürlich hier die absolute Superspannung in der Folge. Ja, aber Leute, so ist das Spielprinzip nun mal auch. Ja. Muss man so sagen. Genau. Und dieser automatische Jump, der geht mir immer noch so auf den Piss. Der ist so schrecklich. Na, guck mal, hier war direkt Eisen. Kann man direkt mal mit abbauen. Sauber. So. Ja. Gut. So. Ich mache hier alles voll Dingsen. Soll ich schon mal zwei Hosts machen? Ja. Oder eine reicht, glaube ich, erstmal, oder? Okay. Wissen wir ja gar nicht, zwei machen. So, ich mach mal einfach aus Stein. Ja, genau. Ups, oh, das ist der falsche Block dann natürlich. So. Wer ist dieser Quantum Place? Muss ich den kennen? Ich kenne den nicht, kein Plan. Den anderen kenne ich auch nicht. Ja, ich auch nicht. Ja, Mensch, man kennt die jeden hier. Ja. Aber das ist dann natürlich nochmal spannender, denn wenn unsere Gegner unbekannt sind für uns, können wir ihre Stärken noch nicht so einschätzen. Ja, so sieht's aus. So, ich würde sagen, ich mache da mal eine Truhe hier, damit wir mal so ein bisschen aussortieren können. Ja, das ist cool. Also mein Inventar, das geht mir so ein bisschen auf den Senkel. Auf den Schnürsenkel? Genau, auf die. Alles klar. Da wissen wir ja Bescheid. So. Hast du noch Karotten zum Anpflanzen? Ja, ich würde sagen, hier machen wir erstmal nur ein Karottenfeld, oder? Damit wir, ja. Dass das hier unsere. Ich habe nämlich gar keine mehr. Ja, ich war hungrig. Mensch. Dann würde ich sagen, Bone Meal haben wir jetzt auch ein bisschen was, aber nicht so extrem viel. Wahrscheinlich. So, machen wir hier so zack, zack, zack rein. Rinder mit immer mal rein da. Ich hab dir auch noch Bone Meal hingeschmissen. Sehr gut. Hast du hoffentlich genommen. Hab ich. Wunderbar. Ich mach mal noch einen Ofen. Jo, genau. Obwohl hier in der Truhe sind noch vier. Also muss ich erstmal gar nicht. Ah, okay. So. Zack, machen wir da einen hin und dann machen wir hier den Wild ein bisschen anders. Ich denke mal, hoch müssen wir eh nicht so häufig. Wichtig ist, dass wir wertvolle Sachen erstmal im Inventar haben, wenn wir uns ausloggen. Genau. Weil die Friedensphase ist ja auch irgendwann vorbei. Genau. Wie lange geht die noch? Bis morgen? Morgen noch, ja. Ja, okay. So. Hier haben wir noch ein bisschen Kohle, das ist auch immer ganz nice. Kohle kann man auch nie zu viel haben. Ja. Doch, natürlich irgendwann schon, aber erstmal nicht. So, wir machen wieder, wollen wir die Taktik wieder machen, dass wir dann hier quasi dann auch wieder Steine so vormachen und dann wieder so ein nächstes großes Feld haben. Ist das behindert? Was ist denn? Dieser Auto-Jump, ne? Damit macht man erstmal die Mohren kaputt. Oh, nein, Alter. Das ist echt eine Scheiße. Das ist so, das braucht kein Mensch, ey. Das ist richtig bescheuert einfach. Wahrscheinlich kann man den auch ausschalten, darauf wette ich eigentlich, aber... Kamen wir noch nicht so zu. ich gucke mal, ob ich das jetzt ganz schnell in Einstellung finde. Ja, ich baue einfach mal in der Zeit hier weiter ab. Unser schönes Lager hier zu vergrößern. Damit wir die Gegner gleich schön wegschnetzeln können. Also gleich in den nächsten Folgen natürlich. Ja. Was
heißt ein Perspektive wechseln. Ja, das wird es wahrscheinlich nicht sein, oder? Nee. Aber jetzt habe ich zumindest Optifine. Aber es scheint so, als würde man Autojump nicht ausschalten können. Wir fragen einfach nach. Doch, automatisch springen an, aus. Ach Mensch, darum steht es ja. Wo ist das? Option? Gehen die Einstellungen? Ja. Also Option, Einstellungen, sagen wir schon, Steuerung. Ja. Und ganz oben bei den vier Feldern. Ach da. Oh. Ah, perfekt, ey. Danke. Nice, ey. Das ist jetzt ja schon mal quasi der halbe Sieg. Ja, das ist echt der halbe Sieg. Stell dir mal vor, das wissen andere nicht. Das ist schon ein Vorteil. Ich denke, das wird jeder wissen. So, ich werde nochmal das restliche Fleisch brennen. Oh. Spitzhacke kaputt gegangen. Scheiße. Wow. So. Okay, wir wollen das ganze jugendfrei lassen an der Stelle. Ja. Deswegen hau ich mal hier wieder die schönen Steine kaputt. Kaputt, Junge. So, zack. Und hier. Ja. Warum fallen hier Karotten raus? Das kann mir jetzt keiner erzählen. Okay. Ist das gut oder schlecht? Ach so, weil ich hier wahrscheinlich wieder raufgelatscht bin. Naja, offensichtlich nicht so gut. Ach so, genau. Ach, Zuckerraum müssen wir eigentlich gar nicht anbauen. Ich glaube, Zuckerraum war genug, oder? Ja, ich habe 4 Stück. Wie warst du? 10. Ja, ich weiß nicht, wie viel wir da brauchen. Ja, wir können ja ein bisschen was anbauen. Ja, okay. Da braucht man auch Erde und Wasser für, ne? Oder Sand, also ist egal, meine ich. Ja, stimmt. Okay. Ich hab Angst, dass wir unsere Namen natürlich gesehen werden, weil wir jetzt gar nicht so tief. Ja, stimmt, sind. Wir können eigentlich auch mal sneaken, während wir abbauen. Also ist jetzt ja eigentlich. Ja. Egal. Ja, wie gesagt, ich habe da eben ein Holzteil gesehen im Wasser. Wahrscheinlich hat jemand so eine Base direkt unter uns. Das ist so geil. Ja, geht so, ob das so geil wäre, ne? Ja, man baut sich ja eher nach unten als nach oben. Ja gut, das stimmt. Also, wir würden die Erste finden. Ah, das ist ein bisschen doof, dass es nicht mehr diese OP-Spitzhacke gibt, weil jetzt dauert halt dieses Abbauen so extrem lange. Genau. Das finde ich ein bisschen doof, aber naja. Na joa. Warum fallen die ab und zu Karotten raus? Das verstehe ich nicht. Oder kann man die sich nicht auch machen, diese OP-Spitzhacken, ja, also mit Büchern? Machen. Man kann sie halt normal verzaubern, ne? Ja. Aber will man Level verbrauchen, um Nee, ja, hast schon recht. Will man eher nicht so. Genau. Boah, was ist das hier auch für ein scheiß Stein? Ist das Adenosit oder was? Ja, Andesit. Ach, ist das Andesit? Mensch, Andesit, sag das doch. Ja, mega die Scheiße. Nächste Spitzhacke hier. Wie sieht's auf den Feldern aus? Wächst das schon gut? Oh, da habe ich einen Zombie gehört. Ich glaube, hier ist eine Höhle in der Nähe. Gut ist relativ. Hier ist 100 pro irgendwo was. So, Essen brät schön, wunderbar. Genau, es ist auch ein bisschen Essen, was schon gebraten ist, in der Truhe habe ich eben da reingepackt. Sehr gut. Brauchst du noch eine Spitzhacke? Ich habe noch eine. Okay. Danke. So, also wir haben doch wahrscheinlich zu wenig Erde erstmal, aber... Ja, ich habe es mir schon gedacht. Ich denke, ja. Erstmal werden wir eh nicht so ein großes Feld haben, weil wir sowieso nicht so viel. Ich glaube, wir heben einfach dieses Feld hier komplett aus und dann passt das erstmal. Ja, würde ich auch sagen. Hier haben wir eine Höhle gefunden. Okay, wollen wir die einfach mal erforschen ein bisschen? Ja. Ich pflanze mal eben ganz kurz hier die Weizen an, die Weizensamen. Haben wir nur 22? Ohne Witch ist da, oder wie die heißen. Eine Hexe. Ja. Die sind natürlich gefährlich, ne? Das kann gut sein. So. Creeper. Ja, da sind wir getötet. Die betteln sich. Ah, oh, scheiße, ich wurde gehittet. Hast du jetzt so diese... Och, das ist ja... 13 Sekunden, aber die zieht mir nichts, irgendwie. Okay. Oh, dann. Oh, jetzt zieht mir das. Oh, Alter, heftig! Geh lieber raus. Boah. Also, ich meine, sterben kannst du davon nicht, aber.
Es zieht ja auf jeden Fall gut Herzen ab. Und ja. Hä? Warum fliegen denn hier manchmal so Dinger raus, wenn ich die setze? Ist das vielleicht zu dunkel? Aber hier ist doch eigentlich... Ich weiß es nicht. Kann ja sein. Das ist die einzige Erklärung, die ich dafür habe. Da ist schon wieder rausgeflogen, da hinten eins, ne? Ja, ja. Ich glaube, da müssen wir einfach hier mehr... Ja, mega komisch auf jeden Fall. Müssen wir mal beobachten. Was so, wir haben keine Ahnung mehr von Minecraft, ey. Unglaublich. Unbelievable. Das ist einfach echt so. Aber die Sounds sind geiler. Hier ist es doch nicht so dunkel. Das kann mir doch keiner...